Er hat die coolsten Schlitten, die neuesten Gadgets und die heißesten Frauen. Suchen Sie Muscheln? Nein, hübsche Mädchen. Er hat nicht nur Stil, sondern auch Style und rettet die ganze Welt. Sein Name? Mein Name ist Bond. James Bond. Bond ist legendär. Bond ist einfach absolute Legende. Es ist nicht eine der erfolgreichsten Filmserien. Es ist die bei weitem erfolgreichste Filmserie. Wer möchte nicht gerne die Welt vor dem Bösen retten und zusätzlich die Welt beschützen? Und deswegen ist James Bond, glaube ich, der beliebteste und größte Superheld. 007 ist ohne Zweifel der mit Abstand größte Superheld der Actiongeschichte. Das Nonplusultra, wenn es um Filmhelden geht. Und das schon seit den 60ern. Es gehört auch dieser herrlich sexistische Blick auf spärlich bekleidete Damen gehört auch dazu. Das ist ein 60er-Jahre-Relikt und es macht Spaß. Man muss es auch nicht zu ernst nehmen. Oh, hallo. Ich heiße Bambi. Guten Morgen, Bambi. Und ich heiße Klopfer. Können wir irgendwas für Sie tun? Klopfer? Oh, da kann ich ja bei Gelegenheit mal auf den Busch klopfen, was? Klar, ne? Also saufen, Frauen flachlegen, Typen töten, Auto fahren. Das ist eigentlich so, kann man sich gut vorstellen als Mann, so als Tagesfreizeit. 6 verschiedene Schauspieler haben Bond in den letzten Jahrzehnten verkörpert. Darunter große Namen wie Sir Sean Connery, Sir Roger Moore, Pierce Brosnan oder Daniel Craig. James Bond steht für jede Menge Action, fliegende Kugeln und große Explosionen. Schade um den guten Scotch. Was wollen Sie jetzt machen? Mich zu ihr zurückschleifen? Ganz allein. Wer sagt, ich wäre allein? Doch Bond wäre natürlich nichts ohne seine Gegenspieler. Absoluten Kultfaktor hat zum Beispiel der deutsche Schauspieler Gerd Fröbe erlangt, der 1965 den exzentrischen Millionär Goldfinger spielt. Gute Nacht, Mr. Bond. Erwarten Sie von mir, dass ich rede? Nein, Mr. Bond, ich erwarte von Ihnen, dass Sie sterben. In Spectre ist es dann Oscar-Preisträger Christoph Waltz alias Blofeld, den James mit seinen Geheimwaffen zur Strecke bringt. Er stirbt, ohne zu wissen, wer Sie sind. Hat er was gesagt? Der Boss Vogel. Was? Der Boss Vogel. Ich kann dich nicht verstehen, James. Ich sagte, dass die Zeit fliegt. Ein Bond-Film zu drehen ist nicht nur ein Job. Es ist eine Herausforderung, ein Teil meines Lebens. Es ist wunderbar. Seit Generationen ist Bond Stilikone und Trendsetter für die Männerwelt. Was er anhat, ist in. Coole Sonnenbrillen oder schicke Anzüge. Wenn James Bond mit einer Pistole durch die Gegend schießt, wird die Pistole Kult. Wenn er eine gute Uhr trägt, wird die Uhr Kult. Wenn er irgendwas trinkt, wird das Getränk Kult. Und wenn er irgendein Auto fährt, dann will jeder dieses Auto fahren. Das ist die Fernbedienung für Ihren Wagen. Sie drücken zweimal hier drauf. Eins, zwei. Und jetzt langsam den Finger hier über diese Fläche bewegen. So fahren Sie den Wagen. Er ist überraschend schwer zu steuern, aber ich glaube, mit etwas Übung. Tja, mal sehen, wie das bei mir funktioniert, Q. Thank you.
glaube, ich kriege den Dreh raus. Bonds Autos sind Legende. In Der Spion, der mich liebte, ist ein Lotus Esprit das Gefährt des Agenten. Und der kann sogar tauchen. Nicht alle Wagen überleben die Dreharbeiten. Ich habe etliche Verletzungen davon getragen. Aber was soll's? Das gehört zum Job. Genauso wichtig wie sein Dienstwagen sind für James natürlich die Bond-Girls. Auf einen bestimmten Frauentyp lässt sich der Agent allerdings nicht festlegen. Von blond bis schwarzhaarig war alles dabei. Und der Bikini in Orange, den Halle Berry vor 15 Jahren trug, ist bis heute ein Augenschmaus. Entzückende Aussicht. Ja, das sehe ich auch so. Nur schade, dass sie kaum jemand bemerkt. Mojito? Sollten Sie mal probieren. Jacinta Jordan. Meine Freunde nennen mich Jinx. Meine Freunde nennen mich James Bond. Ich bin so stolz, in dem Film zu sein. Ich liebe James-Bond-Filme. Unser Platz 1 der Superhelden zeigt den Männern dieser Welt einfach mit jedem Manschettenknopf, was ein Gentleman ist. Selbst bei der wildesten Verfolgungsjagd sieht er noch blendend aus. Ich wechsle nur das Abteil. Ich kenne, glaube ich, keinen Mann, der nicht gerne James Bond wäre. Klarer, guter, klarer, böser, aber einer mit Ecken und Kanten. Und das sind die Helden von heute. Was die Zukunft des Geheimagenten betrifft, es brodelt in der Gerüchteküche. Aktuell scheint Schauspieler Tom Hardy, der in Filmen wie Mad Max Fury Road oder The Revenant mitspielte, der heißeste Überraschungskandidat auf das Amt des neuen Bond zu sein.